Ja, an Sarah Bosetti jetzt mal. Pass mal auf. Seit Jahren überfliegen wir uns hier mit Museumsflugzeugen, mit Jagdbombern, drücken auf irgendeinen scheiß Gasknopf, wie auch immer. Ich muss jetzt mal kurz hier rüber. Meine Güte, ey. Jetzt zeige ich dir mal was, was hier seit Jahren irgendwie so ist, aus der Vogelperspektive betrachtet, ja? Es war letztes Jahr zu Silvester genau dasselbe. Da haben sie die Häuser auch so stehen lassen. Das sind so Sachen, die nerven permanent. Ich glaube, es ist jetzt so 1. Mai und Maikrawalle. Ich geh mal rüber. Könnt ja brennen, ne? Und irgendeiner von uns war es dann wieder, ne? So. Und das sind so Sachen, wo andere immer nur Plakate aufhängen. Mit Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Und je nach Zeitzonen gefahren wird, überwarte ich, zeig dir das nochmal, so eine schöne ZDF-Gegend hier. Das Hauptbüro ist da drüben, ne? Hallo? Wo die nach Zeitzonen fahren, und die Busse dann immer dann halten, wenn dann ein Chemiezug da drüber fährt, also die Leute steigen dann hier ein und dann donnert ein Zug drüber, weil es ja scheinbar keine andere Verkehrsmöglichkeit gibt, außer dann wieder die andere Richtung zu laufen. Und das zunehmend nervt, weil die hier ja irgendwie scheinbar nach einem Kalender gehen. Und ich mir aber irgendwie anhören muss, ja, hier und Deutschland und ja, Islamischer Staat und die Themen, die Themen, die Themen.
Das geht mir so auf den Keks, Alter. Im Ernst. Das sind Dinge, die ich nicht verstehen kann. Ich melde mich gleich nochmal.